Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 3, Part 8, Next Game Plus. Tja Leute, irgendwie ist technisch in diesem Durchgang der Wurm drin bei mir. Und zwar hat meine Aufnahmesoftware mein letztes Video geschrottet, den eigentlichen Part 8, sag ich mal so. Und ja, jetzt darf ich alles nochmal machen, aber was heißt alles nochmal machen? Ich habe ja hier alles schon eingesammelt, was man einsammeln konnte. Es war, so viel kann ich schon mal im Vorweg sagen, nichts Neues darunter. Also ihr bekommt das Schlachterbeil da, ne, bei dieser Kriemhild oder wie sie heißt, die euch da angreift. Ne, dieser Stärkechar. Übrigens benutze ich das Schlachterbeil mit meinem Stärkechar. Ne, das werdet ihr noch sehen in den DLCs. Mit meinem Stärke-Char werde ich ja auf jeden Fall die DLCs bestreiten. Ne? Das habe ich mir fest vorgenommen. Und ja, einfach auch der Abwechslung wegen, ne? Letztendlich. Spielt sich ja doch ein bisschen anders. Und ja, die lasse ich jetzt einfach mal links liegen, weil, wie gesagt, die habe ich ja alles schon erledigt. So. Stürze ich mich hier hinunter. Man kann sie auch da hinten hinunterstürzen. Ne? Da trifft man sie dann direkt und kommt dann hier raus. Ja, wie ihr seht, da ist überall nichts mehr. Ne? Ich habe das schon alles erledigt, aber ich mache es jetzt einfach mal nochmal der Vollständigkeit halber, damit wir einfach auch den richtigen Übergang haben. Ne? Ja, sonst würde es ja keinen Sinn machen, wenn ich jetzt schon irgendwie den Pfad der Opferung auslassen würde oder so. Ne? Das ist ja Quatsch. Ja, da unten ist auch nach wie vor der Foliant von Karin, den ihr dann später der Irina geben könnt. Ne? Ja, die sind hier nicht ohne die Krähen-Dämonen. Also gerade wenn sie in der Masse aufkreuzen und ihr seht ja, was die aushalten. Gut, wenn er denn ja. Aber wie gesagt, hier gab es jetzt keinen Ring oder also zumindest habe ich keinen gesehen. Ich war auch da oben. Ja. Genau. Bei den Hunden da unten müsst ihr natürlich aufpassen, da bin ich nämlich einmal gestorben in der Folge, die jetzt leider kaputt ist. Also der hat wirklich nichts aufgenommen, also ich konnte auch nichts restaurieren oder so, da war nichts mehr zu machen. Die war einfach unwiederbringlich zerstört. Ja. Warum auch immer. Waren die Steine hier immer schon so bunt oder ist das jetzt ein Computerfehler? Ich traue dem Frieden ja nicht mehr. Oh Mann. Ja, das Leuchtfeuer habe ich natürlich schon entzündet. Ne? Hier trifft man nach wie vor auf Anri und Horace, die uns ja eine Quest lang begleitet haben. Von der ich übrigens auch von der habe ich kein gesondertes Video gemacht, von dieser Quest. Da es ja Gegenstand meines Let's Plays war. Ne? Also ich wollte das ja auf jeden Fall machen. Also, wenn ihr euch alles von meinem letzten Durchgang anseht, dann erlebt ihr auch unweigerlich die Quest von Anri und ihrem Begleiter. Ja, Gelbfinger Heisel habe ich leider auch schon besiegt. Na, wollte ich euch noch gerne zeigen, aber gut, den habe ich ja auch schon in meinem letzten Durchgang besiegt gehabt. Von daher, der ist jetzt deutlich stärker. Also, gerade seine Magie macht mehr Schaden und alles. Aber ich habe ihn auch diesmal wieder im ersten Versuch gleich gehabt. Erst kam noch ein PvP-Spieler dazu, also es war eigentlich eine richtig geile Folge und ich war sowas von, ja, was passiert mir so, selbst sowas noch? Das ist gleich, Leute, oh Mann. So, Leute, herzlich willkommen zurück. Ja, da hatte ich auch gegen die Krabben gekämpft, gegen zwei gleichzeitig sogar. Glaubt mir, das ist nach wie vor sehr, sehr tricky. Die teilen nämlich ordentlich aus und gerade zu zweit, einzeln sind sie ein Witz. Aber zu zweit der Horror, der blanke Horror, ich kann es euch nur sagen. Ja, da wurde nach wie vor der eine Ring gedroppt und da unten an irgendeinem Baum lag ein neuer Ring. Genau. An welchem Baum genau, kann ich euch jetzt nicht mehr sagen. Aber es war der, Moment, wo ist er denn? Hier ist er. Wappenring lauernder Drache, plus 1, genau, den habe ich da gefunden. So, ich hoffe mal, diese Folge geht alles gut soweit, also zumindest in technischer Hinsicht. Wenn ich sterbe oder so, ist das natürlich nicht so schlimm. Und für die 9000 Seelen mache ich das jetzt nicht. Da gehe ich jetzt nicht extra hin oder so. Also hier ist auf jeden Fall noch ein NPC.
Also die Finnien-Leute unter euch, die das schon durchgespielt haben, die wissen natürlich, wer da noch auf uns lauert. Da wartet eine erneute Begegnung mit Horus auf uns. Ah, wie gesagt, die sind jetzt alle mit Vorsicht zu genießen, ja. Die halten ordentlich was aus. So, vorher werde ich hier nochmal diese Stangentypen erledigen. Die anscheinend den schottischen Highlands entsprungen zu sein scheinen. Ist noch einer von denen. Das Lustige ist, Hodrick kämpft mit denen, ne? Wenn sie dann noch leben. Der kämpft hier, der hilft einem quasi. Also auch wie die menschlichen Phantome werden auch diese angegriffen. Obwohl, bei den menschlichen weiß ich das nicht. Bei den irren Phantomen, ne, ob die auch von Computern angegriffen werden. Also sprich, was ist von Computer? Ah, nee, jetzt wollte ich ja eigentlich eine Glut ausrüsten. Quatsch jetzt, was ich mache. Genau. So. Also von irgendwelchen Gegnern, ne? Von KI-Gegnern meine ich. Genau, das wollte ich sagen. Ja, also hier ist der deutlich stärker. Ich habe hier schon Messer verbraucht an dem. Der hat mich auch instant gekillt. Also er kann euch, wenn er den Schild ausgerüstet hat, instant killen. Also solltet ihr es vermeiden, ihn dann anzugreifen. Weil er euch dann mit ziemlicher Sicherheit parieren wird. Und auch diese Stance-Attacke, ja, jetzt, das kann man vergessen. Da pariert er euch sofort. Ich warte erstmal, bis er das Schwert wieder genau... Und der heilt sich halt häufig. Na, ihr seht, was der hier austeilt. Das ist jetzt nichts im Vergleich zu eurer ersten Begegnung mit ihm. Das war ein Witz dagegen. Hier ist der richtig stark. Warum auch immer. Ja, ihr seht's, ne? Das war's direkt schon. Er staggert euch auch kurz. Und dann habt ihr quasi keine Chance mehr auszuweichen. So Leute, herzlich willkommen zurück. Versuchen wir es mal erneut gegen ihn. Er ist wirklich richtig krass hier. Also das, unsere erste Begegnung hier mit ihm war wirklich dagegen eine Aufwärmrunde. Eine kleine Sparring-Runde oder sowas. Ja, also man muss ihn immer ein bisschen provozieren zu irgendwelchen Attacken. Und dann hat man die Chance, ja, seht ihr? Wenn er das macht, wenn er euch pariert, seid ihr sofort tot. Sei denn, ihr habt 2000 Punkte Lebensenergie. Ah, nee, nee. Lass mal gut sein, Junge. Ja, so könnt ihr dann angreifen. Wenn er dann nicht gerade diese Power Stance Stellung einnimmt. Okay. Ah, Stove ist. Ja, jetzt hat er wieder den Schild. Der frisst auch enorm Schaden, ne? Und weicht doch gut aus. Äußerst gut sogar. Ihr seht das, ne? Wie der ausweicht, das ist krank. Ich glaube, den haben sie richtig gut gesund gepatcht. Die KI von ihm auf jeden Fall. Der hat es hier wirklich drauf. Ist einfach mal so, das kommt mir nur so vor. Ich bin einfach nur schlecht. Kann auch sein. Nee, das vergiss mal ja schnell, Junge. Ja, so schon eher. Hä, was ist das? Eine neue? Nee. Ich möchte ihn aber jetzt mal zu fassen kriegen. Ah, oh, seht ihr seid fast tot. Und dann heilt er sich permanent. Aber er hat nur eine begrenzte Anzahl an Heiltränken, das ist schon mal gut. Nee, jetzt greife ich dich nicht an, Junge. Das kannst du, ja, so schon eher. Ach ja. Ihr könnt ihn leider auch nicht aus dem Rhythmus bringen. Na, wenn man sich heilt, greift er gleich an. Ja, da muss man ihn eigentlich angreifen. Obwohl ihn das auch Energie kostet. Ja, ich habe nur noch 3. Das ist echt schlecht. Weg, weg, weg. Oh, puh. Oh, und heilt sich nochmal nach. Ja, wie gesagt, hätte er den Schild immer dran denken. Ah! Ah, heilt sich nach wie vor.
Ja, nichts mehr drin, was? Ja! Das war er. Das kann man gut ausnutzen, ne? Wenn er sich versucht zu heilen und es geht einfach nicht. Gut, wir sind ja eh voll. Also insofern. Ja, aber ich hole mir jetzt trotzdem nochmal ein paar Heiltränke. Weil, wie gesagt, ihr werdet hier permanent invadiert. Jetzt gerade nicht zum Glück, deswegen konnte ich ihn ganz in Ruhe bekämpfen. Aber ja, der hat mich auch einiges an Kraft gekostet, muss ich mal sagen. Ach, hier liegt was? Ne, sah erst so aus. Der ist tricky, der Typ. Also gerade in dieser Form hier. In seiner stärkeren, wesentlich stärkeren Form. So. Dann versuche ich es jetzt mal mit dem Typen da wieder aufzunehmen. Wenn es uns jetzt nicht die Krabbe verfolgt. Doch, sie kommt, ja? Ne, sie kommt noch nicht. Naja. Lag hier immer schon mal was? Ja, ich glaube ja. Huiuiui. Der war ja fast wie ein Endgegner. Wow. Also da merkt man schon das Niveau, ne? Dass es mächtig ansteigt, plötzlich. Aber so war es halt immer, ja? In Dark Souls. Das ist der Sprung zwischen dem ersten Durchgang und dem Next Game Plus relativ krass ist. Ja, der hat eine dicke Keule. Ja, ein Wachhund fällt ein. Das ist gut. Und wir haben den ersten besiegt. Aber der ist ein bisschen krasser hier, der zweite von denen. Oh ne, Trigger der Glut auch, ne? Ah, wartet doch wenigstens mal, bis ich den bekämpft habe hier, Junge. Wie feige kann man denn sein? Ja? Ah, der weiß, dass ich nicht gerade schwach bin. Anscheinend weiß er das, ich weiß nicht. Ah ja, heil dich mal. Aha. Auch so süß, was du kannst. Schön. Freut mich. Jetzt bist du da. Oh! Ja. Wow. Eigentlich bin ich nicht stark. Nee. Nehmt das zurück. Ich nehme das zurück. Ihr könnt es ja nicht zurücknehmen. Ah, wow. Sehr cool. Ich hoffe mal inständig, dass diese Folge nicht geschrottet wird von meiner Hardware oder Software, was immer das war. Ich muss es noch verifizieren. Ja, hier kommen wir noch nicht hin. Aber von der anderen Seite, ne? Da kommen wir dann ran. So. Heftig hier. Ja, weil einen hier wirklich permanent irgendwie Spieler invadieren. Wie gesagt, momentan geht's, aber bei der einen Folge, die geschrottet wurde, da war es wirklich penetrant. Ah, die sind sowieso penetrant, die Typen. Oh, was heißt Typen? Krabben. Nee, für die nutze ich jetzt keinen Cast Sweat. Will ich jetzt nicht verschwenden an denen. Weil die ja relativ blutungsresistent sind. Ah, ich wollte nur ausweichen. Ne? Okay. Ah, das war jetzt dumm, das. Ich freue mich noch kurz, ne? Lass mal das Vieh in Ruhe. Und zack. Jetzt dürfte es eigentlich gut sein. Ja. Und nimmt noch eine kleine Krabbe mit. Wunderbar. Dann können wir hier in Ruhe den Rest noch looten. Wow. Echt heftig, ja? Ja, Hazel war ein Witz gegen Hordrick. Aber Hordrick ist hier wirklich krass. Ich glaube, das gab es hier schon beim letzten Mal. Ne? Ja. Diese Rüstungssets. So, jetzt wollte ich nochmal kurz. Oh, da hat was gedroppt, oder? Ne, Quatsch, sah nur so aus. War jetzt noch irgendwas? Da war noch ein schwarzer Ritter. Aber ja, ich will noch eine Krabbe bekämpfen und dann gucke ich nochmal, wie viel Zeit mir noch bleibt. Damit diese. Ich hasse verzögerte Attacken.
Boah. Ja, das wusste ich jetzt irgendwie. Er macht immer dasselbe, das Vieh. Bis gleich, Leute. So. Ja. Nee, Leute, ich mache jetzt Folgendes. Ich werde jetzt gegen den Zauberer antreten. Gegen den Kristallweisen. So habt ihr denn, also so, insofern die Folge nicht geschrottet wird, habt ihr hier noch ein paar Highlights wenigstens. Wow, die halten noch was aus mit der Doppelwaffe, wohlgemerkt. Ja, das ist krank. Und dann geht es dann nochmal ins Looten. Denn hier sind ja noch ein paar nette Gegenstände, ne? Aber erst möchte ich einfach diesen Typen besiegen. Boah. Der hat uns ja gerade im letzten Durchgang die Hölle heiß gemacht. In meinem Stärke-Chart hatte ich übrigens auch keine Probleme mit dem. War auch ein First Try. Ob ich das diesmal schaffe, weiß ich nicht, weil ihr habt es ja gemerkt, wie krass die Gegner hier drauf sind inzwischen. Sehr nett. Sie haben so einige Special Moves auf Lager. Wie der Hodrick. Ja gut, der Hodrick ist ja sowieso relativ krass. Ich bin immer noch so ein bisschen auf dem Bloodborne-Trip. Indem ich hier versuche, Lebensenergie zurückzubekommen, indem ich auf Gegner einprügle ohne Unterlass. Ja, gut, das mache ich. Ja, hier war auch nichts weiter. Den Zauberer holen wir uns dann auch noch. Orbeck, ne? Dem sein Schicksal habe ich nachgeholt, aufbereitet so ein bisschen, ne? In meinem Video unter der Rubrik nachgeholt. Oh. Ja, man merkt, allmählich lässt die Konzentration nach, wenn man mehrere Folgen hintereinander weg aufgenommen hat. Ah, da wird der Kampf dann doch nochmal spannend, würde ich sagen, ne? Gegen den Kristallweisen. Obwohl ich werde es auf jeden Fall versuchen, gegen den mit Blutung und so weiter. Mal sehen, ob er dagegen resistent ist oder nicht. Wer hat denn diese Geräusche gemacht? Da ein halbes Wildschwein. Furchtbar. Boing, 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 boing. Oh ja, ich dachte, ich sterbe. ja, eine Glut sollte ich vielleicht doch mal ausrüsten, oder? Die heilen sich auch, genau. Ja, das wussten wir schon. Ich will erstmal diesen Fußsoldaten anlocken. Und danach es mit den Zauberern aufnehmen. Verdammt, danach habe ich gesagt. Oh, krank. Crank. So, okay. Schnell mal gut reinpfeifen und dann seid ihr dran. Ich weiß, ihr könnt es ja kaum erwarten. Oh. Jo, der Kampf wird interessant. Ein Kristallweiser. Da kann ich ja nur hoffen, dass der gegen Blutung nicht resistent ist. Da oben stand, glaube ich, noch einer von den Typen. Oh Mann. Die war noch eine Echse, soweit ich weiß. Ja, ja, holen wir uns alles noch. Aber erstmal möchte ich mir den Typen vorknüpfen. Allein schon der Rache wegen. Ach so. Ja, der war da vorne, der steht doch sonst immer hier. Okay. Ah, Kars ist drauf. Und dann versuche ich mal mein Glück bei ihm. Genau, da taucht er das erste Mal auf. Wow! Scheiße. Ja. Okay, Leute, das war's mit dem First Try-Versuch. Bis gleich wieder beim Kristallweisen, oder? Oh, ich renne einfach durch. Okay. Hier natürlich wesentlich mehr Schaden. Aber er ist sehr blutungsanfällig. Wow, geil. Ja, eigentlich ohne First Strike, klar. Hat er noch gar keine Blutung drauf, oder? Doch. Schade. Jetzt dauern natürlich alle auf.
Ja, wo ist er denn? Ich möchte mal sehen, wo unser Freund ist. Wo ist der lila Mist? Nee, das war's aber nicht. Leider nicht. Gut, viele Varianten gibt's nicht mehr. Da ist er. Nee. Hä? In der Ecke da hinten. Okay, aber leider hat er diese Suche ausgerüstet. Ja, bei dem muss man permanent in Bewegung sein. Oh, scheiße! Dieser linke Hund! Wow, scheiße! Okay. Bis gleich, Leute. Das kommt durch da durch? Nee, kommt's nicht. Wow. Macht schon kranken Schaden. Hab ich meine Seelen? Ja, ich nehme erstmal meine Seelen. Ganz in aller Seelenruhe. Ja, ich weiß, man muss ihn eigentlich sofort. Oh ne, jetzt kommen wieder alle. Ah, ich kann mich nicht mehr bewegen. Und dann macht er seine Nahkampfattacke, ne? Sein Nahkampfmist! Scheiße. Oh, der Strahl. Ihr seht jetzt, was das für Schaden macht. Ja, das war's ja schon fast wieder. Ja, das war's. Nicht nur fast. Wow, okay. So, Junge, jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt bist du tot. Ah, das kann nicht wahr sein. So eine Fehlfolge. Oh, der Typ ist sowas von dran. Oh, er macht halt gegen uns empfindlichen Schaden, ne? Was soll ich sagen? Ah, nee. Oh nein! Da kommt das Mistding zurück, da! Ah, kann er nicht angehen, ey. Wo tauchst du auf? Am besten man steht immer so in der Mitte. Und dann... Komm, das kann uns killen! Ja, manchmal hat er auch blauen Auswurf. Boah, macht das echt Schaden. Oh, der kann uns wirklich sofort killen. Selbst der Regen hier macht Schaden, ohne Ende. Ich glaube, ich passe mir jetzt mal eine Glut hier. Oh ne, kommen wieder alle. Oh, wow, alles auf einmal, ja. Irgendwie habe ich immer das Glück bei dem. Na gut. Wir haben einen Stärke-Charme nicht, wie gesagt. Da war nie Geschichte. Ah, ich sehe dich. Du mieses Stück. Etwas. Ah, scheiße. Oh nein! Drei! Wo kamen die her? Wie krank ist das? Bis gleich, Leute. Kann er nicht angehen. Okay. Oh, da noch Regen. Ja, krass, da noch Regen, ne? Keine... Oh, keine Ausdauer mehr gehabt, ne? Wenn ich gerannt bin. Weiß ich jetzt nicht. Hatte ich jetzt noch so viel Lebensenergie? Komm. Ja, jetzt kommen die anderen noch dazu. Jetzt wird's ja kriminell. Ich habe ihn ja gesehen, aber was nutzt mir das? Ja, vielleicht sollte ich... Ah, verdammt. Ja, ihr seht's, ne? Und alles trifft mich hier. Ich muss erstmal ein ruhiges Plätzchen finden. Oh Mann, Leute, was ist denn nur los hier? Ja, ich werde es zusammenschneiden müssen.
Bis gleich, Leute. So, Glut reinpfeifen. Ich weiß auch nicht. Also, wenn einmal der Wurm drin ist bei mir, dann. Richtig. Ne, jetzt mal Schluss hier. Jetzt bin ich mal dran. Boah. Gerade noch erwischt. Ich muss den jetzt unbedingt treffen. Ach, scheiße, Junge. Soll ich nochmal Casus drauf machen? Ich mach die Typen kalt hier. Das ist er! Ach, scheiße. Das war blöd. Scheißen Dreck. Ah. Ah, man darf die nicht zum Casten kommen lassen, die Typen. Ja, sonst ist es nur aus. Hm. Vorbei. So, auf ein neues. Ah, dieser Strahl ist extrem tödlich. Ist eigentlich alles tödlich von dem, ne, was der macht. Ah, ich hab's nicht gesehen. Verdammte Scheiße. So, jetzt haben wir nämlich genug Zeit, um uns hier die Glut reinzupfeifen, bevor er dann wieder auftaucht. Wow, fast gekillt. Ja, so muss es ablaufen. Oh scheiße, jetzt müssen wir nur begegnen hier nochmal. Okay, das ist er nicht. Das ist er und... Ja! Okay, na endlich. Tja, Leute, das war mal eine Fehlfolge, würde ich mal sagen. Ja, so hätte es laufen müssen. Gleich von Anfang an. Naja, egal. Ich werde es halt jetzt zusammenschneiden müssen, sonst wird die Folge einfach zu lang. Egal. Ich sag zu viel egal. Aber ja, es ist halt egal. So, Leute, aber dann würde ich mal sagen, hoffe ich mal, ihr habt trotzdem Spaß gehabt. Ich meine, ja, Fails bringen ja auch Unterhaltung irgendwo, ne, oder entbehren ja nicht eines gewissen Unterhaltungsfaktors. Tja, bye, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, euer